Guten Abend, meine Damen und Herren. Beim Absturz eines Jumbo-Jets der deutschen Lufthansa sind heute 59 Menschen ums Leben gekommen. 98 Passagiere überlebten. Der Jumbo zerschellte kurz nach dem Start vom Flughafen der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Die Ursache des Absturzes ist noch nicht bekannt. Heute früh 5.55 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Eine dicke Rauchwolke steht kurz nach dem Unglück über dem Flughafengelände. Minuten später rasen Hilfsmannschaften zu dem brennenden Wrack. 59 Passagiere, überwiegend deutsche Urlauber, sind tot. Viele von ihnen verbrannten in ihren Sitzen. Der Jumbo hatte nach dem Start schon etwa eine Höhe von 50 Metern erreicht, als er plötzlich durchsackte und noch einige hundert Meter weit auf dem Boden entlang schlitterte und zerbrach. Es ist der erste Absturz eines Jumbo-Jets in der fünfjährigen Geschichte dieses Flugzeugtyps. Einen Film von der Unglücksstelle gibt es noch nicht. Unser Afrika-Korrespondent Rolf Seelmann-Eckebert schilderte vor zwei Stunden telefonisch, leider mit verminderter Tonqualität, das Geschehen in Nairobi. Alle Augenzeugen, die den Start entweder in der Maschine selbst oder aber am Fluggastgebäude des Nairobier Flughafens verfolgt haben, stimmen darüber ein, dass die Maschine vom Erdboden abhob, aber dann keine Höhe gewinnen konnte. Es war ein wolkiger Tag, die Maschine erreichte das Ende der Startbahn, aber offenbar 300 Meter nach der Startbahn verlor sie derart an Höhe, dass das Heck der Maschine den Boden berührte, und zwar an einem aufgeschütteten Damm. Offenbar ist in diesem Augenblick das Heck der Maschine abgebrochen und der restliche Flugkörper setzte seinen Flug noch etwa 200-300 Meter fort, drehte sich sodass der Bug der Maschine in Richtung Startbahn weist. Augenzeugen berichten, dass die Maschine in Flammen gestanden hat. Drei Minuten später war die Feuerwehr zur Stelle. Zu einer Explosion ist es nach Augenzeugenberichten nicht gekommen. Diesem Umstand vor allem ist es zu verdanken, dass die Zahl der Geretteten relativ hoch ist. Nach den letzten Berichten befinden sich in Nairobier Krankenhäusern noch 20 Verletzte. Der Gesundheitszustand von 2 bis 3 Passagieren wird als kritisch bezeichnet. Alle Passagiere hier in Nairobi haben der Besatzung der Lufthansa-Maschine das beste Zeugnis ausgestellt. Ein Passagier, der überlebt hat, sagte mir heute Nachmittag, es sind im Wesentlichen die Stewards und Stewardessen gewesen, die uns das Leben gerettet haben. Der Pilot des Jumbos, der 54-jährige Flugkapitän Christian Krack, der mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, sagte nach dem Absturz lediglich: Ich weiß nicht, was passiert ist. Krack ist seit 17 Jahren bei der deutschen Lufthansa beschäftigt. Das Unglück überlebte auch der Vorsitzende der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands, Philipp Seibert. Unter Lebensgefahr rettete er mehrere Passagiere. Mit der verunglückten Lufthansa-Maschine war die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Funke nach Kenia gekommen. Zusammen mit 4 Abgeordneten hatte sie das Flugzeug vor dem Weiterflug nach Johannesburg in Nairobi verlassen. Die deutsche Lufthansa hat inzwischen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um für die Überlebenden zu sorgen und um sich um eine Aufklärung des Absturzes zu bemühen. Mit dem Pressesprecher der Lufthansa Wingenroth sprach in Köln Harald Brandt. Herr Dr. Wingenroth, haben Sie eigentlich inzwischen neue Erkenntnisse über den Hergang des Unglücks aus Nairobi erhalten? Nein, wir haben nur einige Einzelheiten mehr erhalten, wonach das Flugzeug normal gestartet ist, nach einer Höhe von zwischen 100 und 150 Fuß, dann abstürzte. Die Ursache ist uns unbekannt. Es war nach den Meldungen, die wir haben, überhaupt nichts ungewöhnlich. Das Wetter war gut, die Startbahn war ausreichend, die Flughafenmodalitäten waren gut. Es hätte also normalerweise alles so verlaufen müssen wie immer. Aber ist zu erklären, dass der größte Teil der überlebenden Passagiere im mittleren Teil des Flugzeuges gesessen hat? Das ist eine Behauptung, die Sie aufstellen. Darüber ist uns gar nichts bekannt. So haben Überlebende berichtet. Aha. Also uns haben dies die Überlebenden noch nicht berichtet. Aber auch das wird sich ja herausstellen. Man hat gerade in der Stunde, in der wir sprechen, überhaupt erst nun mal rausgekriegt, wie viele Überlebende noch da sind, weil sie in verschiedenen Krankenhäusern verstreut sind, in verschiedenen Hotels. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man jetzt dort schon weiß, wo die alle gesessen haben. Dieser erste abgestürzte Jumbo der Lufthansa ist ja wohl eine der ältesten Maschinen dieses Types. Wann ist diese Maschine das letzte Mal general überholt worden? Die letzten normalen Checks, das sind die sogenannten 200-Stunden-Checks, also Flugstunden-Checks, haben im
Mitte Oktober und die letzte am 11. November stattgefunden. Der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Kullmann, sagte auf dieser Pressekonferenz in Frankfurt, dass eine Namensliste der tödlich Verunglückten und der Überlebenden erst dann veröffentlicht werden soll, wenn völlig klar ist, wer das Unglück überlebt hat und wer ums Leben gekommen ist. Am Nachmittag flog von Frankfurt aus eine Sonderkommission nach Nairobi. Die 80 Experten der Lufthansa, des Luftfahrtbundesamtes und des Bundeskriminalamtes sollen dort die Ursache der Katastrophe untersuchen. Die Überlebenden des Unglücks, die transportfähig sind, werden voraussichtlich morgen in die Bundesrepublik zurückgebracht. Politische Motive stehen nach Ansicht der Polizei möglicherweise hinter den beiden Anschlägen, die in der vergangenen Nacht in Sieversen bei Hamburg und in Göttingen verübt worden sind. Die Fahndung nach den Tätern blieb in beiden Fällen bisher offenbar erfolglos. Auf dieses Haus des Hamburger Richters Ziegler ist in der vergangenen Nacht trotz Polizeibewachung ein Bombenanschlag verübt worden. Der Sprengkörper explodierte an der Grundstücksgrenze. Mehrere Scheiben auch an Nachbarhäusern zerbrachen. Ziegler hatte Prozesse gegen Margret Schiller und zwei Gefängnisärzte wegen Unterstützung der Bader-Meinhof-Gruppe geführt. Ebenfalls in der vergangenen Nacht wurde in einem Omnibusdepot der Bundesbahn in Göttingen Feuer gelegt. Es verbrannten 10 Fahrzeuge, 5 Busse konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Der Schaden wird auf 750.000 Mark geschätzt. Die Polizei schließt Brandstiftung aus politischen Motiven nicht aus. Seit dem letzten Wochenende hat es in Göttingen 4 Brände gegeben, deren Ursache noch unbekannt ist. Die Bundesregierung wird sich nach den Worten von Bundesjustizminister Vogel durch die jüngsten Anschläge nicht dazu verleiten lassen, rechtsstaatliche Prinzipien zu verletzen. Auf einer gemeinsamen Sitzung des Innen- und des Rechtsausschusses des Bundestages in Bonn kündigten Vogel und Innenminister Mayhofer heute Gesetze zur Bekämpfung von Extremisten an. Mit Mayhofer sprach Hilmar von Poser. Herr Minister, es liegen heute neue Meldungen von Anschlägen vor. Was kann die Bundesregierung tun, um Terrorgruppen wirksamer zu bekämpfen? Auch im Innenausschuss des Bundestages war die Beurteilung heute einhellig, dass es sich auf der anderen Seite um zentral gesteuerte kriminelle Aktivitäten handelt, denen man natürlich auch nur wirksam dadurch begegnen kann, dass man ebenso zentrale operative Maßnahmen von Seiten der Kriminalpolizei in den Bund und Ländern trifft. Darauf haben sich ja auch die Innenminister auf ihrer letzten Konferenz einvernehmlich verabredet. Wir werden alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, hier gemeinsam Bund und Länder zum Erfolg zu kommen. Das bedeutet natürlich bei solchen Aktionen, wie sie heute Nacht wieder vorgefallen sind, dass die Erstzuständigkeit bei dem je betroffenen Land bleibt. Das wäre aber von Seiten des Bundeskriminalamts in jeder Hinsicht operativ genauso wie auch technisch bei der Aufklärung dieser Verbrechen unterstützend tätig werden in jedem nur erwünschten Umfang. Die Politanarchisten stoßen in der Öffentlichkeit nicht nur auf Ablehnung, sondern finden auch Sympathisanten. Ich glaube, wenn wir, und das haben wir vor, in einer präzisen Dokumentation das originale Material der Öffentlichkeit hier vorlegen werden über diese kriminelle Vereinigung, dass dann auch dem letzten Sympathisanten der gute Glaube genommen sein wird, auf den er sich heute noch herausreden könnte. Die Bundesregierung hat Syrien einen 200 Millionen Mark Kredit gewährt. Von dem Darlehen mit einer Laufzeit bis 1983 und einem Zinssatz von 2% sind 20 Millionen Mark für die Finanzierung von Industrieprojekten in Syrien vorgesehen. Über die Verwendung der restlichen 180 Millionen Mark kann die syrische Regierung nach Angaben aus Damaskus frei verfügen. In der Palästina-Debatte der Vereinten Nationen hat die Bundesrepublik den Rückzug der Israelis aus den seit 1967 besetzten arabischen Gebieten gefordert. Bonns UN-Botschafter von Wechmar erklärte in der vergangenen Nacht vor der Weltorganisation, es sei unzulässig, sich Land durch Gewaltanwendung anzueignen. In den von Israel zu räumenden Gebieten sollten die Palästinenser nach Wechmars Worten selbst über ihr politisches Schicksal bestimmen. Allerdings müsse jedoch jede Nahostregelung den Israelis ein Leben in garantierten Grenzen ermöglichen. In Israel wurden heute die 4 Opfer des palästinensischen Überfalls von Beit Shan zu Grabe getragen. Zur Trauerfeier kamen 6.000 Einwohner. Es gab keine Zwischenfälle. Informationsminister Yarif, einziger Vertreter der Regierung, sagte, Israel werde den Terror bekämpfen, überall, zu jeder Zeit und mit allen Mitteln. Der Minister, wie auch ein Oberrabbiner, verurteilten es, dass nach dem Überfall aufgebrachte Bürger die toten Palästinenser aus einem Fenster geworfen und verbrannt hatten. Mit einer Schweigeminute ehrten in Damaskus Mitglieder der Demokratischen Volksfront für die Befreiung Palästinas die 3 toten arabischen Guerillas von Beit Shan.
Ein Sprecher der Organisation, die sich für den Anschlag verantwortlich erklärt hat, kündigte an, den Terror gegen Israel zu verstärken. Wir werden unsere Methoden wechseln, sagte das Kommandomitglied, und alle Vorsichtsmaßnahmen der Israelis werden nicht ausreichen, um unsere Operation zu stoppen. Japan und die Vereinigten Staaten wollen ihre Wirtschaftsbeziehungen vertiefen, ihren Sicherheitspakt beibehalten und gemeinsam an der Lösung der Weltwirtschaftskrise arbeiten. Präsident Ford und der japanische Regierungschef Tanaka bekräftigten dies heute zum Abschluss ihrer offiziellen Gespräche in Tokio in einem gemeinsamen Kommuniqué. Beide Seiten verpflichten sich darin, alles zu unterlassen, was negative Auswirkungen auf die Wirtschaft anderer Staaten haben könnte. Präsident Ford hat heute den offiziellen Teil seiner Japan-Reise abgeschlossen, offensichtlich befriedigt darüber, dass er mit seinem Besuch fast 30 Jahre nach dem Kriege einen Strich unter das Kapitel gezogen hat, das durch Pearl Harbor und Hiroshima gekennzeichnet ist. Es war eine symbolträchtige Reise, deren Höhepunkt bereits am Anfang lag, im Händedruck mit dem Kaiser, der damals den Angriffsbefehl gebilligt hatte. Der Rest war protokollarische Routine, staatsmännischer Alltag, die Einzelheiten klären die Experten, für Ford eine Übung in Staatsbesuchen. Die Japaner haben das heute das zweite Gipfelgespräch genannt. Der Präsident traf erneut mit dem japanischen Ministerpräsidenten Tanaka zusammen, dessen Tage der Macht gezählt scheinen. Henry Kissinger, der bei allen Gesprächen dabei war, zog die Bilanz der Verhandlungen. Die USA und Japan mit einem Handelsaustausch von über 50 Milliarden Mark müssen künftig noch enger zusammenarbeiten, ob sie wollen oder nicht. Die großen Weltprobleme können nur gemeinsam gelöst werden. Die Japaner folgen nur zögernd der amerikanischen Linie in der Öl- und Ernährungspolitik. Für sie ist es ein Abwägen ihrer Abhängigkeiten, Washington oder Nahe Osten. Ford folgte seinen Beratern, die wissen, wie sehr Japan Wert auf Formen und symbolische Zeichen legt. Er besichtigte eine Schule, in der das traditionelle Kendo gelehrt wird. Und am Donnerstag wird er Kyoto besuchen, die Kaiserstadt des alten Japan, 500 Kilometer südlich von Tokio. Der amerikanische Automobilkonzern Chrysler schickt Ende dieses Monats weitere 44.000 Arbeiter bis zum 6. Januar in einen Zwangsurlaub. Damit werden insgesamt 70.000 Arbeitnehmer des drittgrößten amerikanischen Autokonzerns vorübergehend ohne Beschäftigung sein. Zur Begründung wies das Werk auf die hohe Zahl der unverkauften Wagen hin. Der Führer der Demokraten im US-Senat, Mansfield, äußerte in Washington die Befürchtung, die Vereinigten Staaten stünden vor einer wirtschaftlichen Katastrophe. Sie könnte das Ausmaß der Wirtschaftskrise der 30er Jahre annehmen. Zur Wirtschaftslage in der Bundesrepublik hat der Bundesvorstand der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen gefordert, die Konjunktur anzukurbeln und auch die Kreditpolitik zu lockern. Jetzt sei es das Gebot der Stunde, sich auf die Beschäftigungspolitik zu konzentrieren. Der DGB-Vorsitzende Vetter hat heute vor dem Jugendkongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Ludwigsburg die Bundesbank aufgefordert, von ihrer Hochzinspolitik deutlich abzurücken. Andernfalls seien die Arbeitsplätze ernsthaft gefährdet. Vetter wandte sich auch an die Regierung in Bonn. Vor wenigen Tagen war die Rede davon, dass die Bundesregierung aus der Konjunkturrücklage insgesamt 3 Milliarden D-Mark zur wirtschaftlichen Belebung freigeben wolle, dass diese Entscheidung jedoch vertagt worden sei. Nun, bei allem Respekt vor der Bundesregierung und ihren Erwägungen, ich meine, nach langen Warnungen und Mahnungen ist nunmehr der letzte Zeitpunkt gekommen, um die Schubladen für Sonderprogramme zu öffnen. Ich fordere die Bundesregierung auf, endlich Mittel zu einer gezielten Konjunkturbelebung freizugeben, denn wer jetzt noch zögert, spielt mit der Existenz von weiteren zigtausend von Arbeitnehmern und ihren Familien.